Willkommen zu einem Spiel von Microsoft Studios. Also published von Microsoft, produziert von Moon, entwickelt. Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Ich habe es ja bei Metroid gesagt, dass ich Bock habe auf ein weiteres Metroidvania irgendwie. Plattformer und Ori ist einfach zu schön und es gibt die Chance, wenn es der Nachfolger rauskommt, dass wir dann direkt den Nachfolger spielen können auch. Facecam ist aus einem für mich, also für mich ganz einfachen Grund, für euch vielleicht nicht. Die Sache ist, Ori ist bildhübsch und mein Gesicht an dieser Stelle würde stören. Deswegen keine Facecam. Ihr seht, ich habe schon mal 10 Stunden Ori gespielt und hab's 100%et. Und ich habe es hier schon mal 28 Minuten gespielt. Diese 28 Minuten waren tatsächlich eine Aufnahme. Aber die löschen wir. Diese 28 Minuten, da hatte ich das Spiel auf Englisch eingestellt und es war echt stressig, das bisschen Story, was es gab, schnell zu übersetzen. So, wir spielen normal. Da bleiben wir einfach dabei. Weil Ori hat auch eine sehr, sehr coole Story, vor allem am Anfang. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Ich spreche über die Stimmen des Spiels. Weil die bringen ja nichts. Den Anfang der Story kann man so ein bisschen mit dem Anfang von dem Disney-Film oben, oder Disney-Pixar oben vergleichen. Wer oben kennt, wird erkennen, was ich meine. Ohne Feder. So, wir haben hier ein etwas dickeres Wesen und können laufen und hüpfen. Das steuere ich gerade. Ich weiß nicht, ob die Musik laut genug ist, deswegen geben wir ein bisschen. Machen wir es so. Einfach, damit ihr da wirklich was davon habt. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall lauter bin. Ich sehe die Tonspur. Na, vielleicht eine Stufe kleiner. Ich könnte den Prolog überspringen, das wäre ein Riesenfehler. Das kann ich euch sagen. So, hier lernen wir müssen springen, um über Stufen zu kommen. Interaktives Tutorial. Es wurde kein Wort gesagt bisher. Oh, ein Wesen. Jetzt steuere ich nicht mehr. Als Naru mein Licht an sich nahm, sacht. Als ihr eigenes Kind. So, und jetzt steuere ich plötzlich dieses kleine Wesen. Dieses kleine Wesen kann rennen und auch hüpfen. Und sonst auch noch nichts. Und hier liegen viele Früchte rum, aber wir gehen mal nach draußen. Ah, guck mal, da ist Naru. Schüttel das Bäumchen. Eine Frucht kommt runter und ich darf sie essen. Also das kleine Wesen ist natürlich Ori. Jetzt störe ich wieder. So, hier muss man über den Holzast springen. Oh, hier gibt es ja noch mehr Bäume. Komm, wir müssen darüber. Schaut euch an, wie viele Früchte da hängen. Da kann man gut essen. Also wird man schon eine Brücke gebaut. Und sie schlagen sich den Bauch voll. Ein Licht. In dieser schicksalshaften Nacht. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht.
Ich rief nach Ori. Onaru schnappt Ori und weg vom Licht. Sind die Früchte leer. Doch Hoffnung, die gab es nicht. So, jetzt kann Naru nicht mehr springen. Ich kann wirklich nur laufen und das auch ganz langsam. Eine Frucht. Ne, essen wir nicht. Ja, die Natur ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war. Onuri ist nicht dumm. So, oh, da ist jemand runtergefallen. Klettert durch den Baum nach oben. Ist auch leicht genug, dass er nicht runterfällt. Ja, so 12 Früchte sind es jetzt. Der Haufen ist ein bisschen größer. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Schnell, Ori, lauf. Was sind die Erinnerungen? Oh, ich habe ja... Ich habe schon wieder Gänsehaut. Da war was im Vordergrund. Hier, Naru, wir haben Früchte. Naru? Naru? Naru steht nicht mehr auf. Nun wieder eine Weise, ganz allein. Nichts hält Ori mehr da. Ohne Grund zu bleiben. Ich steuere das. Auf der Suche nach meinem Licht. Ich steuere Ori gerade, dieses langsame... Ich kann auch nach rechts zurück, aber das, allein das Umdrehen, wie lange das dauert. Hüpfen kann ich nicht. Zu schwach und voller Leiden. Bei dem Klettern musste ich auch jedes Mal, wenn Ori anhält, musste ich auch vorwärts drücken, sonst geht's nicht weiter. Als Schreie ungehört verhalten. Ja, mitten durch die Stacheln.
und alle Hoffnung verloren ging. Plock. Ich kann nichts mehr steuern. Als die Kraft meines Kindes wich. Jetzt kann ich wieder. Und der letzte Atemzug getan war. Die Aufnahme läuft 11 Minuten. Wir hatten ein Menü am Anfang und wir haben zwei Tote. Den Hauptcharakter und seine Ziehmutter. Aber dafür haben wir ein Blumenmeer aus Licht. Lebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Ich habe wirklich eine Gänsehaut. Man sieht die Hauthubbel. Ich verarsche euch nicht. Ich habe eine Gänsehaut. Oh, Ori steht wieder. Krass. Es ist so ein starkes Intro. Mit dem Erzähler, der ist gar nicht so wichtig, aber dieses interaktive Spielen von Tod und Leben, und zwar in der Reihenfolge. So, hier durch die Stacheln können wir nicht. Also wir können jetzt laufen und hüpfen, und zwar recht weit hüpfen. Manchmal auch mit Salto. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Ja, hüpf. Da hoch kommen wir aber nicht. Und, da kommen wir dann mal hoch. Da kommen wir weiter. Aber hier kommen wir nicht hoch. Komm ich darüber? Ja. Genau, und hier sind, da links sind auch Stacheln. An denen kommen wir auch nicht vorbei. Und ich sag mal ganz großes noch. So, nach unten können wir uns fallen lassen. Und eigentlich ein bisschen schade, dass so viel Texterklärung auf dem Bild ist. Weil ich finde es cool, Metroidvania zu haben, wo man die Mechaniken selbst rausfindet. Aber es funktioniert einfach nicht immer. Du hast eine Energiezelle gefunden. Du kannst mehr Energie einsammeln und nutzen. Mit der Energie kann man eine Seelenverbindung erzeugen und speichern. Achso, ich soll jetzt auch speichern. Genau, ich kann einfach B, egal wo ich bin, B gedrückt halten, um zu speichern. Dabei verbrauche ich aber links unten so einen blauen Kreis. Und die kann ich gerade... Kann ich die schon auffüllen? Kann man hier... Ne, da kann ich nur einen grünen auffüllen. Lebenssplitter, Heilung. Die grünen rechts sind meine Lebenspunkte, das blaue links ist meine Energie. Und den Savepoint kann ich nur einmal verwenden. Oh, ein Gegner. Das war zu knapp. Der muss die Tür hier aufmachen und dann wird er erquetscht. Und dafür haben wir Geisterlicht bekommen. Das ist der mittlere Kreis, das ist Erfahrung. So, hier kann man durch den untenrum, genau, noch mehr Erfahrungspunkte. Aber eigentlich sollen wir über den Baumstamm drüber. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Drücke X, um das kleine Licht aufzuheben. Das Licht ist nicht so klein. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hergefolgt sein. Tippe X an, um zu schießen. Wir haben jetzt unsere erste Waffe. Sein kann... kleine Lichtkugeln schießen. So, ein Energiesplitter. Wir haben wieder Energie bekommen und ein Level Up. Genau, und wenn wir jetzt einen Speicherpunkt erstellen und nochmal B drücken, können wir Punkte vergeben. Ich möchte aber erst ein bisschen vorwärts laufen, dass sich das auch lohnt. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg.
So, zu dem Baum müssen wir. Neues Ziel für den Geisterbaum. Karte. Eine sehr mächtige Karte. Und die wird auch immer mächtiger. So, jetzt können wir auch auf diese Samen schießen. Und die lassen dann auch Erfahrungen und Dinge liegen. Genau, jetzt kann ich hier nämlich B antippen. Deswegen, das wollte ich zuerst machen. Und wenn ich den Fertigkeitenpunkt hier einsetzt, dann kann ich einen Speicherpunkt ein zweites Mal verwenden, ohne neuen einzusetzen. Und damit spare ich Energie. So, die Stacheln kann ich jetzt auch besiegen. Und das ist natürlich damit das Geheimnis, wie wir weiterkommen. Wir müssen, da wo ich gesagt habe, hier, das sind Stacheln, da kommen wir noch nicht weiter. Müssen wir natürlich gleich weiterkommen. Und der Gegner, der da an der Decke hing, schießt Stacheln in drei Richtungen. Er hängt aber nicht immer nur an der Decke, sondern auch steht auch mal auf dem Boden. Na, ich komme nicht dran, schade. So, hier diese Kugeln kann man jetzt kaputt machen. Aber Zane schießt noch ein bisschen langsam. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Heilung und Speicherpunkt. Und zwar ein großer Speicherpunkt, nicht nur ein selber erstellter. Und auch hier kann ich auf den Skilltree zugreifen und ich habe noch keine anderen Geisterportale. So, und in der Definitive Edition ist hier ein Weg. Ich glaube, der war im Original nicht. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Wir kommen hier noch nicht her, aber es ist das übliche Metroidvania-Prinzip. Wir sind von der Stelle gekommen. Wir haben gerade gekämpft. Wir hatten hier diese Stachelsachen. Wir haben hier das erste Mal einen Speicherpunkt. Das ist sowas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Gefühl. Der erste große Speicherpunkt, der erste Teleporterpunkt. Und dann ist da eine Klippe, wo wir nicht hoch können. Und da oben irgendwie Spinnweben, düster, Sonnenlicht, was da irgendwie reinfällt. Irgendwelche Statuen, das will man erkunden. So funktionieren Metroidvanias. Ah, ich muss A gedrückt halten auf dem Sprungbrett. Dann werde ich nach oben geschleudert und ich wurde gerade auch vom Gegner getroffen. Macht aber nichts, wir können leveln. Speichern und machen unseren Kampf ein bisschen stärker. Jetzt kann Zane einmal öfter schießen. Was auf jeden Fall schon mal sehr von Vorteil sein kann. Also es klingt nicht viel, aber dieser eine Schuss ist sehr wertvoll. So, den Stacheln weichen wir dieses Mal aus. So, und jetzt auch eine sehr zentrale Mechanik. Ups, falsche Taste. Schieberätsel. Mit dem rechten Trigger, das ist untere Schultertaste, kann ich Gegenstände greifen und dann ziehen und schieben. Ein Schlüsselstein. Auch sehr wichtige Mechanik. Genau, kann ich ziehen und schieben und damit dann eben an Orte, wo ich vorher nicht hin konnte. Aber ich will einmal gucken, was hier oben war. Ah, hier oben ist einfach ein normaler Weg. Und unten wäre ein zusätzlicher Weg. Ah, hier ist der Schlüsselstein, der zweite. Okay, den brauchen wir natürlich. So, dann schieben wir jetzt den Stein so weit wie geht nach links. Gehen drauf, springen rüber, können uns hier nochmal heilen. Über die Brücke. Ins Wasser sollten wir nicht. Das Wasser ist giftig. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. So, drücke X, um das Geistertor zu öffnen. Wir haben schon beide Schlüssel. Daher geht das Tor auf. Und Ori kann durch. Ori und Zane. So, hier ist Wegweiser. Geisterhöhle links, Hohlhain rechts oben, Schwarzwurzelgänge kommen wir her. Wenn wir nach Hohlhain wollen, kommt ein Affe. Also ich nenne die Affe. Komme ich an die Drops ran? Ja. Ich nenne die Gegner gerne Affe. Das passt einfach so, die Seelenverbindung ist bereit. Hier kommen wir nicht durch, diesen Stein können wir nicht zerstören. Das kommt auch noch. Und da geht es jetzt auch los. Wir fangen jetzt schon an mit Erkundung. Aua. Habe ich ihn? Ja. Also wir können jetzt schon anfangen mit Erkundung. Sehen jetzt schon an einigen Stellen, hier geht es nicht weiter. Also irgendwas fehlt uns, irgendwas ist da noch.
Eine Lebenszelle, ein Lebenspunkt mehr. Und hier geht's auch nach oben. Wir sehen an allen Ecken und Enden, hier geht's weiter. Irgendwas muss da doch noch sein. Und das ist einfach schön. Schön gemacht, also auch wenn wir hier Wegweiser haben. Und von der Story her, wir müssen in die Geisterhöhle. Uns wurde gesagt, wir müssen in die Geisterhöhle. Es gibt gerade nichts anderes, wo wir weiterkommen. Das war ja bei Super Metroid. Musste man selber rausfinden, wo es lang geht. Hier hat man die Weganweisung und die Karte. Ja, und deswegen ist es einfach ein bisschen einfacher, die korrekten Wege zu finden. Ja, was jetzt, also ist nicht schlechter, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Metroid Fusion, was einem auch sagt, wo man lang muss, ist Ori wirklich ein richtiges, großes Metroidvania. Metroid Fusion war irgendwie so, man hat sein eines Gebiet, in das man geht von der Story her, und aus dem Gebiet kann man nicht raus. Und das war eben nicht ganz... ich will da hoch, ich will dieses Ding. Das war nicht hundertprozentig Metroidvania. Aber war trotzdem noch gut. Was gibt's noch für Beispiele? Hollow Knight war ein sauberes Metroidvania. Was war nicht so ein sauberes? Ja, Return of Samus, beziehungsweise Metroid 2. Das war ein sehr linearer Weg, wo man einfach alle Metroids erwischen muss. Wir können jetzt nach links oder nach rechts unten. Wir gehen mal nach rechts unten erst. Okay, die Stacheln treffen nicht. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ah. Hier sind wir, okay. Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Seelenverbindung ist bereit. Kartenfragment könnte ich einfügen, wenn ich eins hätte. Habe ich eins? Ich glaube, ich habe eins. Nee, ich habe keins. Genau. So, ihr wundert euch, da war gerade ein Schnitt. Das war jetzt für mich das Leichteste, wie ich um mein... wie ich das Problem lösen kann. Ja, ich habe gerade gespeichert, dass ich, wenn irgendwas passiert, trotzdem hier weiterspielen kann. Kartenfragment haben wir nicht. Gelevelt, leveln konnten wir auch nicht. Aber können wir gleich. Ich kann euch sagen, Gegner farmen bringt erstaunlich wenig. Also, die Gegner bringen erstaunlich wenig Erfahrungspunkte. Es ist so irgendwie, man hat so eine gewisse Menge, die man von einem Gegner bekommen kann, und alles, was größer ist, bringt einfach wenig. So, wir gehen mal hier runter. Die Erfahrungspunkte, kann ich die einsammeln? Ja. Ich komme nicht nach oben, aber ich kann die Dinger einsammeln durch die Wand. Und da habe ich eigentlich gegengesteuert. Aua! Mann! Okay, Lebenspunkte. Level up. Was ich absichtlich mache, ist, den Skilltree nicht komplett zu zeigen, weil der spoilert tatsächlich spätere Fähigkeiten. Jetzt möchte ich aber einmal den Geistermagnet machen, weil dann muss ich Power-Ups oder Pickups nicht genau einsammeln, sondern die fliegen auf Ori zu. So, da oben, kann ich da hochschauen? Ja. Da oben ist was. Seht ihr das? Großes Erfahrungsding. Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Das war nicht Ori, das ist ein größerer. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spür das Licht von Phil, dem Geisterin. So, und von Phil können wir eine Kraft absorbieren. Und wir haben den Wandsprung erlernt. Und wie man sich's vorstellt. Und noch eine Energiezelle. Unser zweiter Energiepunkt.
So, das bringt uns aber leider nichts, um an diese Erfahrung da oben zu kommen. Weil wir haben keine Wand, wo wir hochspringen können. Oh, ich bin die ganze Zeit schön an einem Stachel vorbeigehüpft. So, das war ein Gegner. So, tippen. Level haben wir keinen. Aber speichern können wir nochmal. Man kann nicht speichern, wenn Gegner in der Nähe sind. War da was? Moment. Und jetzt geht's los. Jetzt geht der Erkundungsteil des Metroidvanias los. Wir nutzen neue Fähigkeiten an alten Stellen und gucken, können wir irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ah, ich bin genau hingelaufen. Super. Da oben ist auch nichts drin. Okay. Ich finde auch die Animation von Ori schön. Also wirklich, das Spiel ist so hübsch. Schaut euch die Grafik an. Das Licht, was die ganze Zeit um Ori und Zane ist. Das ist einfach klasse. Oh, ein Affe. Oder Frosch. Er quakt. Also eigentlich ist es eher ein Frosch. Da ist wieder dieses Viech vom Intro. Ah, und jetzt sind wir schon hier. Krass. Ja, das ist... Also das sind Fallen. Die tun weh, wenn sie treffen. Ey, ich bin weggelaufen. Na, hier hin ist Erfahrung. Ich speichere nochmal. Das Blöde ist, wir haben eine Fähigkeit noch nicht, die kann ich erwähnen. Die ist auch, relativ easy. Und, die werden wir auch sehr bald bekommen. Und zwar, wenn wir speichern können, oder wenn wir einen Speicherpunkt erstellen, glaube ich, können wir geheilt werden. So, wir schieben jetzt diesen Stein hier den Berg hoch. Und müssen dabei aufpassen, nicht von den Fallen getroffen zu werden. Es geht eigentlich relativ easy. Ist da oben was drin? Weiß ich gerade nicht. Weil ich glaube auch, dass ich gerade nicht an die... Also links an dem rankomme. Aber ich komme hier ran. An diese Erfahrung und diesen Schlüsselstein. Dann kann ich hier die Stachelkugeln zerstören. Und einen Hebel umlegen. Dieser Hebel senkt diesen kleinen Baumstamm. Und über diesen Baumstamm kann ich jetzt... Oh, da ist ein Gegner. Über diesen Baumstamm kann ich jetzt hier hoch auf Walljumpen. So, ein Kartenfragment gefunden. Und hier sind Stacheln, mit denen wir nichts anfangen können. Aua. Der Froschaffe ist wieder da. Warum trifft er mich immer? Ich bin doch weit genug weg. Egal. Jetzt will ich die richtige Stelle natürlich laufen. Tap. So, volle HP. Und Kartenstein einsetzen. Ping. So, jetzt sehen wir, wo es lang geht. Und wir sehen, wo unser Speicherpunkt war. Da hinten links. Wie sieht es jetzt mit der Zeit aus? Wenn ich richtig rechne, haben wir noch so 2-3 Minuten. Wenn wir überziehen, macht auch nichts. Das mache ich ja länger als... Ich mache ja lieber längere als kürzere Videos. So, da wurden wir jetzt mal ausnahmsweise nicht getroffen. So, und jetzt ganz grundlegend. Es ist ein Gebiet, hier waren wir schon. Aber wir haben jetzt die Schlüsselsteine, um diese Tür zu öffnen. Ist das ein Gebiet, wo wir schon waren? Ja, natürlich waren wir hier schon. Ah, und wir können jetzt auch... Wir könnten jetzt eigentlich auch zu dem ersten großen Speicherpunkt und die Wand hoch. Das bringt uns nur noch nichts, das kann ich euch sagen. Das bringt uns noch nichts. Da brauchen wir noch ein paar mehr Items. Oder nicht Items, sondern Fähigkeiten sind sie hier. Deswegen gehen wir nach links weiter, öffnen diese Tür, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Weil ich direkt nach unten weiter bin. Und auf der anderen Seite sind... Ah, oh nein. Auf der anderen Seite sind hier ein Pflanzen, die schießen. Mit einem zum Glück ganz sauberen Rhythmus.
Und die schießen auch schräg. So, wir haben aber schon wieder zwei Schlüsselfragmente. Und da oben ist ein... Ist das Erfahrung? Ja, es ist Erfahrung. So. Hep. Und nach oben weiter. Reicht das? Nein, noch nicht. So, hier ist ein Geheimraum. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. So, ich kann da einen Energiepunkt reinsetzen. Aber einer reicht nicht. Zwei würden auch nicht reichen. Und wenn ich weglaufe, bekomme ich die Energie wieder. Also es ist nicht verschwendet. So, dann können wir... Können wir... Also hier geht es nicht weiter. Hier sind Stacheln im Weg. Wir müssen hier in diesem Schussding vorbei. Das heißt, Wand hoch und schnell weiter. Wie kann man denn da unten hin? Okay, keine Ahnung mehr. So, hier müssen wir natürlich auf den Stachel zusätzlich aufpassen. Und hier ist ein Schlüsselfragment. Ja. Mit einem entschlossenen Salto von der Wand weg. Wir warten einmal einen Schuss ab und gehen runter. Habe ich den hier... Ah ne, den kann ich von hier aus holen. Ich habe gerade überlegt, habe ich den übersprungen? Aber ne, war ja richtig. So, jetzt kann ich hier wieder hoch und hier speichere ich jetzt ab. Und beende die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Freut euch auf weiterhin ein bildtypisches Spiel mit tollem Soundtrack. Und ansonsten immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.